Hallo und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel aus der Reihe Spiel die Demo. Wir spielen heute die Demo von Possession, einem kleinen Spiel, in dem wir einen Geist spielen, der andere Kreaturen besetzen muss, um in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Irgendwie sowas. So kurz in der Beschreibung gespielt habe ich selber noch nicht. Ich stürze mich völlig blind in diese Demo, so wie sie es eigentlich auch für Demos gehört. Und ich möchte auch gar nicht lange rumfaseln. Wir legen einfach direkt los. He will be missed, she will be missed, they will be missed. Ah, here lies Bandit. He will be missed. Gone, but not forgotten. Tutorial Messages. Ach ja, machen wir mal an. Kann ich da nichts editieren, ne? Nee, kann ich nicht. Begin. The Graveyard. It took a lot of pain, suffering and planning, but you did it. You escaped from the Nether region. The hard part's over. Now you just have to make your way to the surface. Right about the Nether region sits a massive graveyard. It holds the bodies of adventurers who died in these caves, seeking wealth, glory and or power. Unfortunately, this is a pretty bad place for a graveyard. The proximity to so much infernal energy tends to cause the dead bodies to rise from their graves, and the bloodthirstiness of adventurers tends to mean their resurrected corpses are even more aggressive than normal. Of course, with so many dead bodies around, nobody will mind if you possess one for yourself, will they? Okay, das sind also Kreuze. Ah, Turnbased. A hole to the Nether regions. A deep chasm. Genau, a deep chasm leading to the Nether regions. Just looking at it makes you feel uncomfortable. Welcome to Possession. Right now you are a ghost and are extremely vulnerable. If anything manages to hit you once, you will be destroyed. The first thing you need to do is possess a body. There are many ways to do that. Press the P key to click the possession button on the left, or click the possession button on the left. Possession button on the left, and press set key to see select possession from the list. After doing any of those, select a creature of possessable objects, and you can do this by highlighting them with the mouse and clicking, or by using movement keys or tap, then pressing enter. You can also right click on a creature possessable object and select possession from the drop down menu. Now inhabiting a body. When you possess a creature, you gain access to its stats and special abilities. Some creatures might even ignore you or fly on your side when you are in a particular body. To view the body stats and abilities as well as statistics of your current game, press C. You can also see a list of creature abilities in the
sidebar or by pressing the set key. Now that you are in a body, start exploring the level. You're looking for a stairway which will take you to the next level. Press enter. Undead exterminator. This guy descends into the caves to exterminate the undead. When he got killed and became undead himself, it is completely healthy. It is hostile towards you. Vampire bat. A small bat with extremely sharp fangs. It is really a vampire. Or it is just rabid. Either way, you can't stop here. It's completely healthy. It has not noticed you. Possession chance 100%. Ghoul. Completely healthy. It has not noticed you. 90%. Skeleton. Has not noticed me. A zombie. Okay. Base damage 6, melee skill 13, dodge skill. Repair body. Repairs all damages to your host body but reduces its maximum health. Possession. Attempt to possess the body of one of your enemies. Poison gas. Don't get too attached to this body. Your stay here is only temporary. While in a body, you can leave it and try to possess another creature in the same way you possessed this one. Be careful though. Unless you are actually next to the target, when you try to possess a new body, you will leave your current one, even if you fail. When you leave a body, it will explode, creating a disgusting mess and damaging any creatures nearby. The more powerful the body is, the larger and more dangerous the explosion will be. Okay, dann sollten wir den vielleicht mal... You are getting the hang of this. Jumping from body to body is both necessary and useful. But when you do, you'll temporarily be unable to possess anything else for a limited time. And your new body won't work as well while you adjust. The more bodies you possess over the course of the game, the longer it'll take to adjust, and the longer it'll take to possess again. Okay.
ist ja auch noch einer. She is afraid and will try to run from enemies if possible. Olga Redbone. Rattling caretaker, blah blah blah. She is badly injured, she is hostile towards you. Okay, interessiert mich alles nicht. Zombie. Has not noticed me. Has not noticed me. Is hostile. Is watching you suspiciously. A disgusting creature that feeds on the dead, weak and scrawny, but filled with a ravenous appetite. It is somewhat injured. It is watching you suspiciously. Okay, greift er mich schon an? The tree. You're pretty sure this dead twisted thing was once a dream. Relatively sure. You hope it was a dream. You can pass through it when in ghostly form. Okay, da will ich aber nicht hin. Gravestone. Here lies Jeremy Sanchez. Killed by a vampire bat. Vampire bat. Here lies. Yeah, yeah, blah, blah. Ist mir egal. Okay, also wir. Ah, super. Wir versuchen erstmal hier irgendwie aus der Gegend zu kommen. Ist ja noch viel besser. Okay. Also. Dann würde ich hier nochmal sagen, wir versuchen ihn. Ihn auszulöschen. Nein. Gehen wir dahin. Und dahin. Hostile. Okay, wir laufen weiter weg. Wir laufen weiter weg. Dann übernehmen wir doch den mal. Oh, super. Oh, okay, Base Damage ist 9, Melee Damage ist 9, Dutch Skill ist was auch immer. Und ich würde den doch mal sagen. Mr. Skeleton. Schon wieder Mr. Skeleton. Okay, dann gehen wir halt wieder. Na gut, dann machen wir das halt anders. Possession. So, Schnauze. Undead. Undead exterminated corpse. A dead body, you can possess it easily, but it'll have less health than it had while alive. You can possess it. Okay, also hier gibt's grad nix. Mal da hinten weitergehen.
Base Damage 5, Melee Skill 13, Dodge Skill. Hostile. Beam. Aua. Okay. Set as target. Wir können auch mal Set machen. Ah. C. Ah, okay. Damage 5, Max HP. Mist, the Vampire Bat. Okay, wir holen mal ab. Ha. 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 Your body is on low health. To heal, press H. This will heal your body, but reduces its maximum health. Of course, you can also try to possess another more healthy body, if you prefer. If you do end up dying, don't worry too much. You'll become a ghost again, and you'll have to find a new body. Okay, drück mal H. Mal dahin und dahin und dahin. Oh! Corpse of Dot Redstein. Redling Caretaker, a dead body. Okay, wir versuchen mal hier die Possession. Ja, Gravestone, aber der somehow always remember hostile towards me. Warum denn das? Dumm. Okay, da geht's nicht weiter. Oh, dann sollten wir vielleicht mal hier sagen. Each creature has a percentage chance of possession success. You can see by mousing over them or selecting them in examine, blah blah blah. This possession chance can be affected by various status conditions, for example, it's asleep or hasn't noticed you, it'll be easier to possess. Each time you try and fail to possess a creature, you weaken its resistance and make it easier to possess next time you try. If you try to possess something and fail, it will be stunned, so it can't attack you. But be careful of any nearby creatures. If they hit you even once, it's game over. Ein blödes Skelett da oben. Ah, ups. Da machen wir hier doch. Possession. Flutschen wir da runter.
Wie sieht da die Chance aus? Oh, ja, das ist gut. Und hier Possession. Ah, schon wieder Sackgasse. Possession. Dankeschön. Ja, ja, sehr gut. Ja, lass mich doch vorbei. Ich will doch gar nichts von dir. Wo haben wir irgendwas, was relativ easy peasy zu besetzen ist? Okay, dann gehen wir mal dahin. Wieso sind denn die eigentlich alle feindlich? Auch artübergreifend. Das ist so ungewöhnlich. If you fail possession and a nearby enemy could hit you, send you back to the nether regions. You're sure you want to try? Yep. Will ich. Ich will ja hier raus. Ah. Ah. Hilfe! Okay, den besetzen wir. Und dann gehen wir da runter. Wir müssen ja immer noch diese bescheuerte Leiter finden oder Treppe oder was auch immer. Hilfe! Okay. Da ist 85, da ist 80. Dann würde ich doch mal hier sagen. Prozess. So, und jetzt? Ach, da war der. Den noch mal possessen und dann müssen wir mal dahin gehen. Okay, 85 für. Oh, 99. Dann will ich den mal possessen und würde mal sagen.
denn mit dir aus? 97. 100. Prozent, okay. Wo ist es? Ja, ja, ist gut. Mann, ich war schon oben bei diesem bescheuerten Ziel. Ja, ist ja gut. You found the stairs! Mann, die hätte ich schon früher haben können. Your goal of the game is to climb up 10 levels to reach the surface. Each level has a different set of creatures on it. And they get progressively more powerful and harder to possess as you ascend. You found the stairs on this level. When you're ready to leave, head on up. Although, it can't be that easy, can it? So, was war's? Komma oder 10? Jetzt würde ich nochmal gucken. Kill. Komma. Go upstairs. Okay, you can pass through it when in ghostly form. Wie kann ich eigentlich einen Körper droppen? Ja, ha, 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 ha. Das gibt's doch sicher auch in der Hilfe, oder? Heal if possessing a body. Ranged attack. Okay. A bounty hunter imp was waiting in ambush at the top of the stair. It cackles madly as it leaps down, ready to send you back to the nether region and claim the sweet bounty on escaped souls. Okay. Ah. No. I want to possess somebody and it is this one. And then we go here. And then we go up to the stairs and we say Kuma. 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 Hm? Funktioniert das nicht? You can go until you defeat Ruingrim. Set as target. Bam. Okay. Bam. Das heißt, ich brauche jetzt eine neue. Wie viel Gesundheit habe ich noch? 37. Pile of Bones. Okay, zack. Set as target. Zack. 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 Fluff. Fluff. Okay, wie viel Schaden macht er eigentlich? 8 Gramm, oder? Chance to hit? Keine Ahnung.
Okay, dann sollte ich vielleicht wieder den Körper wechseln. Was heißt? Okay. Set as target. Boomerang. 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 Ja, gut, so, das kriegen wir runter. Boomerang. Und noch einen. Hooray! Grave where a buried girl buried. A fire. A roaring fire. Wunderbar. Aber jetzt, oder? Beth Moyn, the chamber of the king. An ancient, long lost civilization. Once buried, the rules in fabulous burial chambers. Deep beneath the surface, many adventurers have entered these tombs in search of riches or power, but few have returned. She has not psychedelic savama, one Smith's cultist. This brainwashed maniac is very easily manipulated and possessed. Though they have no special skills and abilities, she is completely healthy. She has not noticed you. 59 Gesundheit. Plader 80. Door. Treasure. Ja, genau, das würde ich eigentlich auch gerne machen. Ich würde gern irgendwo rausgehen, aber ich komme nicht weiter. Eine Vase, du kannst sie angreifen, wenn ich Geist bin. Okay, dann machen wir hier doch mal einen Boomerang. Boomerang. You can't hit from here. Okay, dann geh ich mal darüber. Dann sage ich doch zu dir Boomerang. Okay. Nein. Okay, den können wir prozessen. She's under my command. This is good. Cave Cobra. Broken shards of pottery. Someone broke something. Ja, das war wahrscheinlich ich. Was würde die denn gerne machen? She has not noticed me. Kann ich die irgendwie nutzen? Nö, ich gehe einfach mal darüber.
kann ich darüber? Ach, ich kann immer nur einen gehen. Okay. Geh doch mal dahin. Gehen wir mal da hoch. Treasure, Prices, Treasure. Nö, das interessiert mich nicht. Ich will hier raus. Tourist. Gut, dann gehen wir da raus. She is afraid and will try to run from enemies if possible. He is hostile towards you. Possession chance something. Na gut, komm, wir düsen einfach mal hoch. Musmand, Pyramidologist. He has not noticed me. Bus. Tourist. Den wollten wir besitzen. Faceless Isabella, Cultist. Na, dann gehen wir doch mal lieber da wieder hoch. Wir öffnen die Tür. Archäologin. Ey, ich bin Tourist. Kannst du nicht einfach Touristen anschießen? Meine Fresse. Ey, ich bin ein Tourist. Ey, du bist ein Archäologe. Du sollst mich in Ruhe lassen. Aua. Könnt ihr nicht einfach auf Touristen gehen? Ich will mein Geld zurück. Okay, was kann denn der Sandstorm? Kann der? A bridge? Dann summons Garab. Geht es noch? Cause a swarm of scarabs to erupt from a corpse. Ah, from a corpse. Awaken Mummy. Ja, wir laufen einfach mal da. There is no corpse here. Ja, ja, ist okay. Move to, bitte. Was ist denn das? Eine Sphinx. Nein, da will ich nicht. Ich will einfach hier rüber. Aua! Sag mal, wieso sind die immer eigentlich alle gegen mich? Das ist ja mal so bitter. So. Wer hat denn hier am meisten Gesundheit eigentlich? Possess. Okay. Das ist fast besser. Oh, der ist noch besser. Dann machen wir doch hier mal Hallo. Danke. Aua. Aua. Wer noch ein bisschen geht.
alle hier unten machen, das ist unglaublich. Da ist nochmal eine Sphinx. An open door, you can pass through in ghostly form. Warum auch immer. Cultist possess has not noticed me. Das ist gut. Dann büße ich doch da runter. Und darüber. Was hatten die? Base Damage 6. Was ist mit dir? Das ist nicht gut. Ich habe mir ein bisschen zu viel Gesundheit. Aua! Na dann machen wir hier. Possess? So wollte ich das doch. Da ist eine Vase, die will ich nicht. Gehen wir mal. Hä? The brainwashed maniac is very easily. Der sieht ein bisschen komisch aus gerade. Aua. Aua. Nein, doch eigentlich schon. Ja. Aua! Schon wieder ein Tourist. She's almost dead. She hasn't noticed you, dann kann sie mich doch auch in Ruhe lassen. Ja, genau. Ein weiterer Kultist. Dann würde ich doch mal dahin flutschen. Noch ein Kultist. Und noch ein Kultist. Ja, die sind ja hier gerade. Na dann. Tschüss. Aua. Aua. Okay, River of Dead. Dark water absorbs all light and casts no reflection. If you get too close, you can hear ghostly whispers. But I'm a ghost myself. She's almost dead. Ja, das will ich dann auch nicht. Ja. Badly injured. Almost dead. Somewhat injured. Dann nehmen wir erstmal den da. Okay, somewhat injured, also wirklich gar nichts.
So, dann laufen wir mal da hoch. Dann laufen wir mal da rüber. Aua. 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 Almost dead. Once again. Dann würde ich den doch mal possessen. Hier, bitte. Und hoch bitte. Upward stairs. Okay, und warum funktionieren die Upward stairs jetzt nicht? Okay, dann hier Sandstorm bitte. Wo bin ich jetzt gerade? Okay. Completely healthy. Ach, jetzt geht's ja nicht mehr. Nochmal ein Tourist. Hostile. Mich würde interessieren, warum ich da nicht durch darf. Thing spotted. Canceling movement. Okay. Also klar, verschlossen, aber... Almost dead. Okay, dann würde ich doch mal sagen... Set as target. Sandstorm. Yep, bitte. Ja, toll. Also da oben sind die Treppen, aber ich verstehe nicht, warum ich da nicht durch kann. Aua! Aua, aua! Also, ist ganz witzig zum Erkunden, das Spiel. So. % Possession Chance. Okay.
sich eigentlich auch. Also dieser Kultist. Revolver. Okay, er versucht mich, aber er trifft mich immer nicht. Okay, nicht immer nicht, aber gelegentlich. Und er macht dann 5, wenn er mich trifft. Okay, wahrscheinlich muss ich den einfach wirklich töten. Charge. Charge. Okay. Ja, yeah, dann ist er gut. Dann einfach nur angreifen. Kultist. Okay, aber jetzt. Super. Half man, half lion, half eagle, all bad attitude. Okay, wie gesagt, ich verstehe es immer noch nicht. Wir schauen uns hier mal noch ein bisschen um. Da ist schon wieder eine Sphinx. Set as target, charge. Nice. Ach komm. So, wir machen das mal so. Da ist ein Sandsturm, der ist mir gerade egal. Zwei Sphinx. Der geht's. Okay, die würde ich als erste angreifen. Also. Und dann die. Auch gut. So. Schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Den würden wir chargen.
momentan verflucht. Nö, sind wir nicht. Bei dir mal Charge sagen. Super. Und dann sammelst du dir auch Charge auf dich. Super. Okay, dann würde ich mal dahin rennen. Machen wir die Sphinx hier mal kalt. So, schauen wir uns hier um. Ja, die Sphinx ist echt gut, muss ich sagen. Mit dem Körper kann man was anfangen, aber wir sollen ja nicht... Wir sollen nicht zu gut werden. Also zu vertraut mit dem Körper. So, räumen wir hier ein bisschen auf. In der Hoffnung, dass wir irgendwas finden, was uns einen Grund gibt. Was uns einen Grund gibt, warum wir durch die Treppen nicht durchkommen. So. Ah, den Kult müssen wir mal auch platt. Wunderbar. Okay, also gut, da haben wir einiges aufgedeckt. Hier runter würde ich ganz gerne noch, da noch. So, ich wüsste jetzt allerdings hier hinten auf der Minikarte wahrscheinlich noch, ne? So, dann gehen wir mal zu der Brücke und gehen darüber. Gut, wir gehen auf die Mine. Wir können theoretisch nochmal zur Treppe gehen. Da haben wir ja jetzt eigentlich alles aufgeräumt.
jetzt noch nicht nach oben. Hören wir mal. Oh, ja. Auch nicht schlecht. Gut, so, ich wollte jetzt da rein. Ja, will ich. Ja, will ich. Ausgezeichnet. Dann laufen wir hier mal nach unten. Schauen uns hier mal um. Ich wollte über die Brücke. Und dann laufen wir hier runter. So, da haben wir ja angefangen. So, und dann müssen wir eigentlich die ganze Karte... Okay, hier... Ja, gut, das ist der Fluss. Wir haben die ganze Karte eigentlich aufgedeckt. Ist es vielleicht die subtile Art zu sagen, hey, wir sind jetzt am Ende der Demo, oder... Wie ist das? Ich meine, eigentlich haben wir jetzt nicht nur die ganze Karte aufgedeckt, sondern wir haben auch jeden Gegner. Gegner besiegt. So grob zumindest. Okay, wir können hier nochmal das Gold. Da das Gold. Und dann können wir an diese Mumie. Super, und dann sind wir auch schon wieder gesund. So, was ich jetzt nochmal mache, ist, ich guck nochmal. Ob wir jetzt hoch können. Nein. Gehen wir nochmal da runter. Ah, wahrscheinlich muss ich alle Mumien beseitigen. So. Machen wir den nochmal platt hier. So, dann flitzen wir nochmal dahin. Immer noch nicht. So, dann düsen wir doch mal da runter. Den Sarkophag haben wir offen. Ah, da noch. Ja, dann halt nicht. Aber jetzt. So. Haben wir sonst noch irgendwo einen Sarkophag? Super, okay. Dann schauen wir nochmal, haben wir noch irgendwo einen? Da haben wir Gold, da ist keiner. Da haben wir Gold, den haben wir aufgemacht. Da ist Gold, den haben wir aufgemacht. Da ist Gold, den haben wir aufgemacht. Da ist Gold, den haben wir aufgemacht. Da in der Mitte ist Gold, das haben wir aufgemacht. Dann würde ich eigentlich fast mal sagen, komm, geh mal dahin. Immer noch nicht.
Ja, dann weiß ich gerade nicht, was ich sonst noch machen soll. Ich würde behaupten, ich hätte alle Mumien töten müssen. Und ich behaupte eigentlich auch fast, ich habe alle getötet. Zumindest überall, wo Gold ist. Okay, ich wollte gerade sagen, da ist noch ein Ding, aber das bin ja ich. Dann würde ich sagen, ist es wahrscheinlich einfach nur wirklich der Mechanismus zu sagen, die Demo ist zu Ende. Gut, wir gehen dann quasi hin, den Level haben wir gut hinbekommen. Ich bedanke mich an dieser Stelle dann schon mal für die Aufmerksamkeit, wünsche euch eine tolle Zeit, bedanke mich für die Aufmerksamkeit, das habe ich schon gemacht. Ja, ich bin ein bisschen aus und cheerio mit auch. Ciao.